Welcome back, Freunde der Filmreifenunterhaltung, zu einer weiteren regnerischen Folge A Plague Tale Innocence. Schön, dass du da draußen wieder mit am Stissel bist, und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann klicke einmal schnell auf den Abonnieren-Button, aktiviere die Glocke und du wirst immer up to date sein. Alles klar, Leute, machen wir mal weiter an dieser Stelle hier. So, erstmal abchecken, die Türen bitte einmal öffnen. Ja. Das Schloss ist ganz schön alt. Ah, das kriegst du schon hin. Da hat sich was bewegt. Ist offen. Wie, was? Was hat sich da bewegt? Warte mal, wir gucken uns erstmal draußen nochmal kurz um. Aber ich glaube, das war's eh schon. Okay, wir müssen hier lang. Einmal trocken werden hier. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. Ui. Da, ein Feuerbecken. Ob ich es anzünden kann? So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Okay, wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut, komm, Hugo. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Also los, okay. Die Belagerung des Chateau d'Ombrage. Ich hab mich zwar noch nicht... Zwei Menschen gegen Tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Na, ich hab schon mehr Ratten gesehen. Das sind jetzt gar nicht so viele, würde ich sagen. Aber wir treiben sie durch das Labyrinth. So, weiter geht nicht. Okay. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Ratten sind dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Haha. Okay. Die Adligen voran. So, hier kriegen wir ein Stöckchen. So, geht mal weg hier. Husch, husch. Los, ich bin bei dir. Keiner mag ich euch. Zupft euch. Ah, mal anzünden. Okay, jetzt kann ich hier hoch. Ohne Melly werde ich es nicht schieben können. Also, ich brauche sie jetzt. Kann ich allein schon irgendwas machen? Hey, ah ja, doch, mal. Geht doch. Oh. So, Melly, komm. Bei Fuß. So geil, wie sie da vertrieben werden. So, jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. Ratten ärgern. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Kommt zu mir, Melly. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Ich brauche deinen Aber das starken ist unser Arm. Schloss. Gut, die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Warte sind mal. Mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Na gut. Dann mach mal. Denkst du, du kriegst das hin? Verstanden. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Okay. Was siehst du da unten? Noch sehe. Mehr Feuerbecken. Ich kann den Ball hochklettern. Dann hoch mit dir. Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Ich brauche einen Stick. Haben wir hier irgendwo einen Stick? Ach komm, knabbern die hier an meinen Füßen oder was? Eidadai. Aber da können wir gleich mal ein bisschen mehr machen, ne? Haben wir so viele. Schleichzeug, Drecksviecher. Kann ich jetzt da hoch? Wie schön, dass immer so weiß markiert ist, gell?
So, gib mir. Steinchen. Okay, dann kann ich das jetzt nochmal hier Melly, anschieben. Ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Okay, Melly, ich glaub, du kannst dann. Do it. Na bitte, rein in die Grube mit euch. Ja, perfekt. Geschafft. Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Erkischt. Geil, Werkzeug. Hier auch noch irgendwas? Ach, da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Da muss ich es nochmal zurückholen, ne? Ja, die Leiter liegt da unten. Also gut, auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja, alles klar, Hugo. Mir geht's gut, aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Ja, viel Glück. Die ganzen Rumgeschiebe von so Sachen und Antatschen von Hebeln kriege ich irgendwie gerade Bock, wieder Prince of Persia zu spielen. Das ist schon besser. Wie war das? Shadow Warrior, zweiter Teil? Hätte ich sogar. War auch ein geiles Spiel. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Ich wäre soweit. Na dann, let's go. Ich helfe dir hochzuklettern. Ich komme. Wie dramatisch sie das gerade gesagt hat. Ich helfe dir hochzuklettern. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Muss mir nochmal helfen? Irgendwie bin ich ausgerutscht. Ist ein bisschen glitschig hier oben. Alter, die ist barfuß unterwegs. Sicherheit erst. Also, Respekt, du. Ich habe ja schon längst irgendwas eingetreten. So, komm mal. Eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstoß. Das Chateau d'Ombrage. Du hast zu viele Bücher gelesen. Ich... Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Uff. Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Ja. Kriegen wir schon hin, Mädels. Sehr witzig. Nicht so viel Quatschen mehr machen. Hallihallo. So lasset mich hindurch. Kusch, kusch. Frage. Wait. This one. So. Ich hab die Leiter. Easy. Okay, hier haben wir die Tür. Ach, verschlossen. Aber gut, das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir da nicht reinkommen. Hier müsste noch mal aufräumen, so wie es aussieht. Ja. Okay, schieben wir noch mal an. So, Madame.
Melli, mach mal Rattengulasch draus. Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut, dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. So. Sind doch alle Ratten jetzt weg, oder? Muss ich jetzt da nochmal hin, oder was? Die Musik, die ganze Zeit im Hintergrund läuft, ist auch richtig nice. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so stark hört. Ich muss jetzt nochmal nach oben, oder was? Nochmal hoch, oder was? Los, komm schon! Okay. Scheiße, wir haben es fast geschafft! Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim! Hör auf damit! Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. Aber wir sind doch trotzdem Freunde. Buddies. So. Jetzt, lass die Drachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher. Na, wenigstens haben sie Spaß dabei, wa? Bei dem Kackwetter, den Kackratten, dem Kackschicksal. Melli, die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Wenigstens haben sie Spaß dabei. Geschafft! Wir haben sie zurückgedrängt. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auch zum Turm! Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf! Es ist riesig! Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Kapitel 8. Unser Zuhause. Du hast schlecht geträumt. Du bist schon wach? Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Los, komm! Was ist das für ein Geräusch? Das ist Lukas. Komm mit, dann wirst du es sehen. Gut. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Hier unten. Ja, Leute, endlich mal ein schöner Tag, ne? Ein schöner Start in den Tag. Ja. Die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Na cool, wir haben jetzt wirklich sowas wie ein Zuhause. Hier können wir Sachen ablegen. Sehr geil. Dinge, die wir bisher gefunden haben. Diese Partikel in der Luft. Lichtpartikel. Richtig cool. Wir haben eine eigene Werkbank. Wir haben Stopp. Ich habe da noch was auf dem Boden gesehen. Das muss nochmal in die Hände. Zap. Werkzeug. Okay, könnten wir... Oh, wir können gerade echt viel machen. Ist halt jetzt die Frage, was machen wir als nächstes? Verringert die Nachladedauer der Schleuder. Die Schleuder schießt jetzt lautlos. Das ist geil, aber das kann ich noch nicht machen. Tasche. Ich hab gesagt Tasche, oder? Wird zum Geschosse. Amicia braucht keine Werkstatt mehr, um ihre Ausrüstung aufzuwerten. Das finde ich jetzt nicht so interessant. Hier, ich mache mal Tasche. Können vielleicht sogar noch ein zweites machen. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Oh ja. Mehr Munition.
oder die Nachladedauer der Schleuder. Ja, ich sag mal so, mit Munition komme ich eigentlich noch relativ gut klar. Da würde ich eher fast die Nachladedauer nehmen. Dann sind wir aber erstmal wieder broke. Das sieht schon viel besser aus. Oh yeah. Nice. Geiler Scheiß. Wir werden hier bestimmt auch noch einiges an Loot finden. Ich sollte bei Hugo bleiben. Ich will mich doch jetzt hier einfach mal in Ruhe umschauen. Ich finde das super interessant. Ich kann ja nicht durch. Oh Gott, eine unsichtbare Mauer. Sie blockiert mich. Welch Schande. Was ist da unten? Ich meine, da kommen wir bestimmt überall noch hin. Von Zeit zu Zeit. Aber ich feiere das. Ich feiere das, dass wir jetzt wirklich mal ein Zuhause haben, wo wir uns jetzt auch mal ordentlich ausschlafen konnten, welches ziemlich cool aussieht. Hugo wartet auf mich. Ich sollte lieber gehen. Ja, ja. Ist ja gut. Ist ein ganz schönes Stück Arbeit. Was? Das wegzumachen oder was? Okay, Hugo, let's go. Ein grüner Löwe, der die Sonne verschlingt. Hoffentlich keine Prophezeiung. Nice. Um mehr zu erfahren. Die Alchemie fasziniert Wissenschaftler und inspiriert Künstler. Das wiederkehrende Symbol des Löwen, der die Sonne verschlingt, ist als Anspielung auf alchemische Auflösung zu deuten. Und durch den Einsatz dieses Verfahrens bei den Vitriolschwefel zersetzt, sollen grobe Substanzen von edlen Substanzen getrennt werden. Aha. Wie ist das so? Aber ich feiere dieses Level-Design so hart, Leute. Das ist echt so gut. Ich habe das gar nicht mehr so gut in Erinnerung gehabt. Amicia, wo willst du denn hin? Ich will in den Keller. Ich brauche Wein. Wo geht's hier hin? Ich will doch nur den kostbaren Wein zu mir nehmen. Nur einen Sip und guck mal den Ausblick. Verdammt, komm nicht hin. Aber wir können hier aber auch nur joggen, ne? Schneller laufen ist nicht. Wer ist hier begraben? Ein Grab. Wer liegt hier? Ich weiß es nicht. Wir können etwas sagen, wenn du möchtest. Bitte entschuldigt die Störung. Wir haben zwar keine Kerzen, aber ruht in Frieden. Und danke, dass ihr auf uns aufpasst. Komm, gehen wir. Der ist so putzig, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, in der heutigen Zeit habe ich keinen Jungen mehr gesehen bisher oder kennengelernt, der noch so vornehm und so putzig und keine Ahnung ist. Was da heutzutage so rumrennt, bezeichne ich nur noch als Belger. Lukas! Oh, der Großteil, nicht alle. Gut geschlafen? Kein bisschen. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich Ausnahmen. Inspiriert. Ich hab das große Werk fast vollbracht. Steht und gegen ihr die Regel. Könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. So. Das muss es sein. Das brauchen wir. Hier, sonst noch was? Ja. Den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Hier. Gut. Dann jetzt... Die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Hugo. Wow, das große Werk. Das war eigentlich nicht geplant. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Holge. Hugo auf den Hall, auf den Wall. Okay, gehen wir mal mit ihm mit hier.
Tja, war wohl nichts, Lukas. Aber das kriegst du schon noch irgendwann hin. Hier haben Alchemisten gelebt. Vielleicht auch Laurentius. So. Geh mal ein bisschen spielen. Ein bisschen spazieren. Hast du eigentlich Melly gesehen? Nein. Vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Warte mal. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Könnte ich jetzt hier pennen, oder was? Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Ach, jetzt können wir durch. Unsichtbare Mauer. Dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten leer stehen. Der Tiegel eines Alchemisten. Da wird Lukas sich freuen. Bestimmt. Hallo! Wow. Komm, Amicia, mach mit! Na, habt ihr beiden Spaß? Die Inquisition sicher auch. Melly, wir dachten, du wärst weg. Komm. Ihr sollt nur wissen, ich bin richtiger Mann, also lass knacken. Melly, die Spaßbremse, ha? Huh? Mach doch mal mit, hab doch mal Spaß, lebe doch mal. Aber gut, ja, einer muss Wache schieben. Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia. Und wegen Hugo. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia. Das glaube ich dir. Geh nicht ohne Lebewohl zu sagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte. Ja, Hugo, was hast du gefunden? Was hast du schon wieder gefunden, kleiner Stöpsel? Da unten, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Saal. Ich zeig sie dir. Komm mit. Was? Ich folge dir. Hugo, es war ein Soundfehler. Ich hab's nicht verstanden. Kannst du dich wiederholen, bitte? Wo ist er jetzt hin? Das sind dieselben Symbole. Ja. Vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Komm zurück. Wo gehst du hin? Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja. Amicia? Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, nein, nein. Hör zu, wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melly. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja, die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest Leider du also... Leider nicht.
Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Hugo, es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut, ich bin bald zurück. Ja, Leute. Jetzt geht es darum, das Heilmittel irgendwie ranzukriegen. Und dafür müssen wir erstmal hier für Lukas dieses Buch holen. Und das werden wir tun, und zwar in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch da draußen fürs Zusehen. Und natürlich würde es mich freuen, wenn ihr mir einen kleinen Daumen da lasst oder einen Kommentar verfasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen, erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.